The Corridor oder auf Deutsch Der Korridor ist ein ziemlich kreatives Spiel, welches aber nur eine knappe Dreiviertelstunde geht. Ziel des Spiels ist es, das Spiel immer und immer und immer und immer wieder zu schließen. Aber das bekommt noch einen Twist. Freunde, das ist ein Stream-Zusammenschnitt von meinem gesamten Playthrough zu The Corridor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bitte seid mir nicht böse, dass die Woche vielleicht ein, zwei Stream-Zusammenschnitte mehr kommen, weil ich bin aktuell im Urlaub, aber all die Spiele, die diese Woche auf dem Kanal kommen, sind alle so kreativ. Ich glaube, ihr werdet ganz viel Spaß damit haben. Daumen nach oben, wäre super. Und jetzt ganz viel Spaß mit meinem Playthrough zu The Corridor. Dann gucken wir mal, was das wird. Okay, da ist eine Tür. Okay, kann ich nicht aufmachen. Alles klar, was passiert hier? Never open this game again. Hä? Das Spiel hat sich legit geschlossen, ne? So, Freunde, da sind wir wieder. Kann ich jetzt durch die Tür? Nee, schmiert das Spiel jetzt wieder ab? Digga! Hä, what the hell? Junge, ist das weird. I'm being serious. LOL, aber es ändert sich! Okay, also es geht schon irgendwie voran. Es geht irgendwie voran. Digga, was soll das? What will you do now? Ah, lol. Okay, aber jetzt... Damn it. Wie er erstmal damn it gesagt hat. Bro. Oh nein. Bestimmt teleportiert er den jetzt weg, wetten? Oder? Aber quasi immer, wenn wir den Knopf erreichen, kommen wir voran. Sehe ich das richtig? Schau mal, da hinten kann man um die Ecke gehen. Okay, hi. Ist hinter dir was? I'm a cardboard man with a cardboard plan. Listen, I know it might be annoying that he keeps closing the game, but he's trying to stop you playing. Okay, also er hat gesagt, wir sollen immer durchziehen. Okay, immer weiter durchziehen, Freunde. Never back down. Free spirit. Yo! Yo, was? Bruh. Okay, erkennen wir da irgendwo ran den richtigen Knopf? Ist irgendwie vielleicht mal irgendwas anders geformt? Es sieht irgendeine Säule anders aus? Oder sollen wir einfach anfangen zu drücken? Lol. Bro. Aber ich mag das. Das Spiel ist genau das, was mein Brain gerade braucht. Bruder, wie dieses Spiel immer wieder ausgeht. Okay, es ist sehr lange dunkel gerade. Wetten, das Game ist schon an? Ich wusste, es ist an. Ich wusste... Bro, er macht einfach ein schwarzes Bild hin, um Black Screen vorzutäuschen. Kann ich jetzt durch die Tür? Mann, lass mich doch endlich mal durch die Tür gehen. Immer sich umschauen, immer sich erstmal umschauen. Der Knopf ist explodiert. Ja. Jetzt will er uns bestimmt vortäuschen, dass wir es halt geschafft haben, ne? Wir sind auf einer Insel. Well, this obviously isn't my game anymore, so I guess I'll leave. Ciao! Kann ich ins Wasser hüpfen? Okay. Yo! Da ist einfach der Knopf. So. Ich wusste es. Es ist so witzig, Mann. Wenn euch das Ganze übrigens Spaß macht, Freunde, und ihr mehr kreative Spiele in Zukunft sehen wollt, weil ich habe noch sehr viel auf meiner Steam-Wishlist, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schön. The Legally Distinct Spatial Intruders. Ich kann nicht schneller schießen als so. Muss ich hier wirklich alles kaputt schießen? Ist das jetzt so eine Beschäftigungstherapie? Und eigentlich musste ich das... Wetten, am Ende kommt raus, ich muss die gar nicht kaputt schießen. Da ist der Knopf! Da war der Knopf! Bruder, wie dieses Spiel immer wieder ausgeht. What? Digga, einfach fucking Counter-Strike geworden. Hä? You just killed a guy. What's wrong with you? Oh mein Gott. Oh mein Gott. You know there was a button hidden in the level, right? Oh mein Gott, hier wäre ein Knopf gewesen und wir hätten den nicht töten müssen. Ich fühle mich so schlecht. Ich fühle mich so schlecht. Button. Door. Wall. Who among us? Ich drücke einfach trotzdem den Knopf, ne? Das ist so stupid, Mann. The button stands there doing nothing. Nervös? Wie geht's dir heute? Auch nervös? Hi, ich wollte wissen, ob ich dich vielleicht drücken kann, wenn du damit cool bist. Der Button steht einfach noch da und fragt, oh, jetzt fragst du? Ich bin ehrlich, ich habe das nur getan, weil ich war krass in dich verliebt. Das ist wahr. Du bist ein wirklich schöner Button. Wir drücken den Button. Klick. Ist das so? Listen, don't worry, you're gonna be fine. Just go out there and give it everything you've got. Okay. Welcome, one and all, to tonight's performance of
The corridor. What? Ist das dumm? Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie Musik. I'll make it choppy. Oh mein Gott, er hat die Framerate auf 3 Frames pro Sekunde reduziert. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Ich habe wirklich kurz gedacht, dass mein PC jetzt am Arsch ist oder dass irgendwas nicht funktioniert. Es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Oh mein Gott. Oh, ist das unbefriedigend, das zu spielen. Bitte hör auf mit technischen Issues. Bitte. Unfassbar anstrengend. Okay, that actually is broken. Oh, lol, ich kann den Knopf nicht drücken. Let's go out and fix it then. What? Was? Was hat er denn jetzt gemacht? Okay. Go and unplug them then. Ich kann die wirklich rausziehen. Bringt mir das irgendwas? Okay, wir haben alle Kabel. Warum sieht das so weird aus? Oh, wir haben alle Stecker rausgezogen, Freunde. Was geht denn jetzt los? Unterbrechung. Ist das Cardboard Man? Junge, Cardboard Man ist so eine Legende. Jawollo! Just watching my favorite influencer. Das bin ich. I love them even though my computer literally can't play videos. I truly love that you are a content creator. And are maybe sharing the game with people. Oha. Freunde, wir sind sein bester Freund. Das ist die Definition der parasozialen Beziehung. If you are someone watching the entire thing via the Internet right now. Maybe consider paying for a copy anyway. Jetzt wird's deep. Freunde, es kostet nur 2 Euro. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr den Entwickler unterstützen. Für 2 Euro. Oder ihr könnt euch einen Sub bei mir holen. Das würde mich auch unterstützen. Oh, die Steuerung ist invertiert. Ich drücke jetzt S, um geradeaus zu laufen. Wenn ich die Maus nach rechts mache, läuft unser Charakter nach links. Oh, bruh. Jawollo. Sehr gut. Und aber jetzt bitte nie wieder die Steuerung invertieren. Ich hasse das. Could you just wait? Er hat vergessen, das Spiel zu beenden. What the hell? Wir sind in seinem 3D-Programm. Ist das Unity? Nee, Unreal Engine. Okay. Wir sind einfach in seiner Unreal Engine. Geschlossen. Irgendwann, Freunde, irgendwann will ich durch diese Tür. Es wird passieren. Ich fühle mich so dumm beim Spielen. Der Knopf ist weg. Ah! Schau mal, da können wir die Lichter ausmachen. Schau mal, das wird sogar richtig so durchgepumpt. Okay. Bruder, du tust irgendwas. Spiel aus. Do you turn the lights back on? So. Knopf. Feierabend. Oh, nee. Was ist das denn jetzt? Ich kann da was tippen. Hashtag the corridor sucks. Damn it, I thought I might have you that time. Tja, ich fall nicht darauf rein. So denkst du über das Spiel, ja. Yeah, not so fun when I'm in your stuff, is it? Oh, you have a lovely machine here. It would be a real shame if something were to happen to it. Your computer is off. Now go away. Digga, ich hab Blackscreen. Digga, was? Hä? Bruder, was macht der in meinem PC? Hattet ihr auch Blackscreen? Erst mein PC neu aufsetzen. Das ist verdammt gruselig, Mann, wenn der in meinem PC drin ist. Mann, mach jetzt die Tür auf! Fine. Go ahead and rip it apart. I don't know. Lol, hat er uns jetzt die Tür aufgesperrt? Oh mein Gott, er hat uns die Tür geöffnet. Warte mal, da sehen wir genau unsere Perspektive. Hier ist ein Bett und ein PC. Hat er das hier irgendwie programmiert oder so? Conveniently placed door existence plug. Und jetzt stecken wir die Stecker aus einem Gehirn aus. What? Textures? I don't think jetzt, so. Wir machen das Spiel kaputt. Wir machen das Spiel kaputt. Models? Bin 'em. Gibt es jetzt überhaupt noch ein Spiel? Save Data. No way. Wir löschen jetzt unseren Spielstand. Wait, please, just stop. I want you to play the game. It's just... It's just was? Oh mein Gott, jetzt hängt er hier an mit Psychokrise. What if you hate it? What if it's the worst thing ever made? Fishing for compliments. Du Ehrenloser. This is my game. You walk down a corridor and push a button and that's it. Ich laufe auch immer langsamer. Ich habe den Stecker nicht gezogen, Leute. Huh. You know, that wasn't actually that bad. Das war's? Junge! Alter, das Spiel war ja mal so kreativ, hä? Das war lustig, Chat. Das hat richtig Laune gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, meine lieben Freunde. Wenn ihr jetzt noch was sehr Besonderes sehen wollt, dann empfehle ich euch hier oben Five Nights at Freddy's 4. Das war wirklich, glaube ich, das Spiel, in dem ich in meinem Leben am meisten Angst hatte. Oder hier unten was Entspannteres, nämlich die letzte Folge, dem Mario Maker 0% Level. Viel Spaß!